Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir Gemüselasagne, also ein schönes vegetarisches Gericht. Ihr könnt es natürlich abändern mit Hackfleisch dazu, aber wir machen das heute so. Ich liebe das, ist total lecker, sage ich euch, und es geht super, super schnell. Also bleibt dran, gleich kommen noch eure leckeren Gerichte, die ihr mir geschickt habt. Und dann geht's zum Rezept. Viel Spaß! Yummy! So, wir benötigen 300 Gramm Hüttenkäse, körniger Frischkäse wird es auch genannt, eine Dose gehackte Tomaten, 80 Gramm Parmesan, eine Handvoll Champignons, eine Stange Lauch, eine halbe Paprika, zwei Knoblauchzehen, 12 Lasagneblätter, ein Lorbeerblatt und Salz und Pfeffer. Und natürlich Olivenöl noch. Dann werden wir erstmal das ganze Gemüse klein schneiden. Ich habe den Lauch natürlich gewaschen geputzt, ne? Dann in Hälfte geschnitten und dann schneide ich einfach so Scheiben runter. Mit den Champignons mache ich es ein bisschen anders. Die schneide ich in Scheiben und dann in Würfel, weil ich finde, dass es irgendwie leckerer schmeckt, wenn das Gemüse so relativ klein ist. Es gibt irgendwie so eine bessere Soße. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Mit der Paprika mache ich das ähnlich. Da schneide ich die auch in Streifen und dann in Würfel. Ihr könnt natürlich jedes beliebige Gemüse verwenden. Da gibt es keine Grenzen. Ich werde euch ein paar Variationen natürlich auch zum Rezept dazu schreiben, auf dem Blog dann zu finden, so wie es bei allen anderen Rezepten auch. Da raspel ich den Parmesan. Hier wird die Form ausgebuttert bzw. ausgeölt, nur damit halt nichts anklebt. Ja, dann können wir eigentlich auch schon beginnen. Bisschen Olivenöl in die Pfanne bzw. Topf heiß werden lassen und dann kann auch schon das ganze Gemüse dazu komplett rein. Bisschen anschwitzen, braucht auch nicht lange, also wirklich nur so, ja, so ein bisschen. Ihr merkt das schon, wenn es so etwas weicher wird. Ich gebe jetzt schon ein Lorbeerblatt dazu und weiter anschwitzen. Dann presse ich den Knoblauch rein, zwei Knoblauchzehen gehören da rein, muss, dann schmeckt es besser, sage ich euch. Dann kommen die Tomaten dazu und das war es eigentlich auch schon. Bisschen umrühren, dann seht ihr auch schon, wenn es richtig heiß wird, wenn es so aufblubbert, aufkocht, dann ist es auch schon fertig. Also ihr könnt jetzt noch würzen, Salz und Pfeffer natürlich, oder könnt auch noch Gewürze rein und dann einfach eigentlich schon auf die Seite stellen. Wir können schon anfangen zu schichten. Da beginne ich mit der Soße, schön gleichmäßig und dann die Lasagneblätter drauf. Wie ihr seht, überlappt das in der Mitte, macht aber gar nichts, es wird trotzdem durch. Also meine Lasagne ist durch. Dann nochmal die Soße drauf. Schön verteilen. Also wirklich, dass komplett die Lasagneblätter bedeckt sind. Sonst wird es nicht durch. Dann den körnigen Frischkäse drauf. Das ist eine gute Alternative zur Bechamel, wenn ihr keine Lust darauf habt, das zu machen oder euch das nicht schmeckt, so wie es bei mir der Fall ist. Ist das schon eine leckere Sache. Dann die Soße wieder. Wieder körnigen Frischkäse. Ah nee, ups. Ha, da habe ich mal was Neues gemacht. Da habe ich noch ein bisschen Parmesan dazwischen. Dann den körnigen Frischkäse, einfach den ganzen Rest. Und die Lasagneblätter. Und schön abschließen mit der Soße, ist wichtig. Danach Parmesan drauf. Und so sieht es dann aus. Nach 20 Minuten im 220 Grad heißen Ofen. Lecker, oder? Wie das so butzelt, britzelt, blubbert. Und das ist das fertige Gericht. Viel Spaß beim Nachmachen. So, jetzt kommt mein Lieblingspart in dem ganzen Video, das Probieren. Ich liebe das. Also ihr seht schon mal, da, yum yum. Das ist echt lecker. Also ihr könnt natürlich alles Gemüse reinmachen, was ihr habt, ja. Aber das haben wir jetzt so vom Bauer bekommen, deswegen haben wir das benutzt. Schmeckt super lecker, es ist in jeder Saison könnt ihr das bringen. Und ich sag euch, das mit dem körnigen Frischkäse ist wirklich eine gute Alternative zu der Bechamel. Probiert es mal aus, es ist wirklich super lecker. Wenn ihr das nachmacht, dann schickt mir bitte Fotos, wo seht ihr in der Infobox. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.